Verkehr, Herr Markus Blume zum neuen Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, Frau Ulrike Schaff zur neuen Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales und Herr Sandro Kirchner zum neuen Staatssekretär im Staatsministerium des Innern für Sport und Integration berufen werden. Sowohl die Abberufung als auch die Berufung als Kabinettsmitglied bedarf nach Artikel 45 der Verfassung der Zustimmung des Landtags. Wer der Abberufung der bisherigen und der Berufung der künftigen Kabinettsmitglieder zustimmen will, den bitte ich ums Handzeichen. Das ist die Fraktion der Freien Wähler und der CSU. Wer ist dagegen? Das ist die Bündnis 90 Die Grünen, SPD, die FDP und die AfD. Enthaltungen sehe ich nicht. Fraktionslose Abgeordnete sind auch nicht im Saal. Damit hat der Landtag gemäß Artikel 45 der Verfassung seine Zustimmung erteilt. Im Namen des Hohen Hauses bedanke ich mich bei allen ausscheidenden Kabinettsmitgliedern ganz herzlich für die geleistete Arbeit. Nun kommen wir zu unseren neuen Kabinettsmitgliedern. Die Bayerische Verfassung schreibt im Artikel 56 vor, dass sämtliche Mitglieder der Staatsregierung vor ihrem Amtsantritt vor dem Landtag den Eid auf die Verfassung zu leisten haben. Zur Eidesleistung bitte ich die neuen Mitglieder der Staatsregierung, sich nach ihrem Aufruf zum Redepult zu begeben. Ich rufe auf den Staatsminister für Wohnen, Bau und Verkehr, Herrn Christian Bernreiter. Ich rufe auf den Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, Herrn Markus Blume. Ich rufe auf die neue Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales, Frau Ulrike Scharf. Und ich rufe auf den neuen Staatssekretär im Staatsministerium des Innern für Sport und Integration, Herrn Sandro Kirchner. Ich spreche den neuen Kabinettsmitgliedern nunmehr die Eidesformel vor. Ich schwöre Treue der Verfassung des Freistaates Bayerns, gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung meiner Amtspflichten. So wahr mir Gott helfe. Ich bitte Sie jeweils nachzusprechen. Ich schwöre es und soweit Sie das wünschen, so wahr mir Gott helfe. Zunächst der neue Staatsminister für Bauen. Herr Staatsminister Markus Blume. Ich würde es zu warm und Gott helfen. Frau Staatsministerin Ulrike Scharf. Ich würde es zu warm und Gott helfen. Und Herr Staatssekretär Sandro Kirchner. Ich würde Erfolg für die neuen Aufgaben, immer ein glückliches Händchen und gratuliere ganz herzlich. Ich schlage vor, nachdem jetzt auch ein paar Glückwünsche angebracht sind von einzelnen Kolleginnen und Kollegen, dass wir 5 Minuten die Sitzung unterbrechen.